So, meine lieben Damen und Herren. Unsere lieben Zuschauer und Zuhörer. Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Together Zelda Wind Waker HD. Sechster Part. Wohlgemerkt. Wir sind jetzt gerade aus unserem wunderbaren Film. Ich dachte so, Alter, red schneller, ich versuche. Verdammt, oh, okay. Richtung Süden, wir schauen, da kommen schon auf unsere Karte. Da oben müssen wir, gell? Nein, da oben sind wir. Aber wir gehen jetzt mal schon auf Portemonnaie zurück. Wieso? Das erklärt uns der Piff schnell. Chris. Ah, dann halt. Ja, ah, du musst zuerst Windrichtung ändern. Zuerst Windrichtung ändern? Ja. Erklär denen schnell, was wir jetzt machen möchten. Ja, wir müssen jetzt schnell die Windrichtung ändern. Ja. Und zwar nach Süden. Süden ändern, damit die Südmenschen auch auf dem Boot sind, muss sie nach Westen ändern. Schau, ich drücke gegeben, was soll das? Aha, da wird ein Tablet bewegen? Nein, 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 einfach nach oben kippen. Hä? Will das wieder nach Osten gehen? Nein, 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 darf ich mal schnell? So, wenn ich stehe, muss ich nach Osten. Nein, nein, nein. Aber wenn es nicht anzeigt. Im Moment ist nach Osten. Nein. Der Wind geht schon nach Osten. Ah, der Pfeil zeigt, wo man so hinwindet. Ja, genau. Leck du mir. Aber das ist jetzt wirklich, das ist jetzt verflixt gewesen. Hey, probier's selber. Darf ich mal? Ah. Ah, du musst einfach so schalten, du kannst gar nicht gegen runter. Das ist ja dumm. Dumme Sache. Wieso haben sie das geändert? Mann, die anderen Sachen, die es einfach nicht zu ändern braucht. So. Also eben, wohin gehen wir jetzt, hä? Also der rote Leuenkönig hat das Gefühl, wir gehen jetzt nach oben. Jetzt musst du den Wind nochmal umstellen. Wir gehen nämlich in den Westen. Da sind wir, hä? Ah, es geht darum, dass du schon weißt, dass du. Ja. Dass du selbst schon mitgeht. Halb so wild. Was gehen wir dort auch im Westen machen, mein lieber Freund? Wir gehen dort ein schnelles Segel holen. Hast du es nicht genug schnell? Wir gehen dort ein bisschen schnelles holen. Mein Gott, der Hüter hat es weich. Kannst du doch ein bisschen rutschen? Ja. Ich finde die Nippel geil, die man hat. Du Schässlich, ey. Dann lutsch doch da. Schau dich mal an. So ein Bing, so stehen sie führen. Erinnere mich an das Monster aus Twilight Princess. Weißt du, das wurde ein Käferding, das letzte Mal besiegen musst. Das riesige monstergrusige Teil, wo im Hylia-See war. Hat das so einen hohen Nippel gehabt. Dass der das macht, ohne dass ein Futter ist. Ja. Das war ein Geschenk. Wunderschön gezeichnet hat er. Gell? Kannst du da reinzoomen oder alles? Schau, siehst du den Haken dort oben? Ja. Endlich haben wir ihn. Yay. Jetzt können wir Schätze heben. Ja. Oh, ich will meinen Schatz auch gerne heben. Ich will meinen Schatz auch gerne heben. Oh, warte. Wille. Das Lachen ist jetzt immer in der Ecke gewesen. Schon ein bisschen, ja. Schon gut, du darfst. Ich habe dich schließlich 2 Jahre lang gezeugt. Ja, gezeugt, das ist gut. Pumpelstützli, Pumpelstützli. Du hast mich erniedrigt. Ah, was? Ich frage mich jetzt noch, warum wir überhaupt befreundet waren. Weil ich dich gern hatte und du mich auch. Ja, wir waren gute Kollegen. Also, du warst bei deinem einzigen Freund, den du hatte. Ja, Tito. Scheiße. Ich habe das Gefühl, warum das als Lehrer nie zusammen ins Zimmer da hat, bei den Lagerrammungs. Weil sie gewusst haben, dass das nicht gut rauskommt. Thank you.
Ja, es ist wirklich ein bisschen lahm, habe ich das Gefühl. Und meinst du, jetzt kommt es schnell? Nein, definitiv nicht. Ich bin übrigens bei Nacht auf dem Zimmer. Bei Nacht? Ja. Ich glaube, es ist passend irgendwie. Ja, jetzt nicht was. Es ist halb Nacht. Ja, es ist halb Nacht. Ja, leider nicht. Ja, am besten jetzt gerade nicht, nein. Zuerst haben wir den Schatz gehoben dort hin. Ja, zuerst den Schatz da. Juhu! Oh, nein! Scheiße! Ja, komm, ich hol's schnell. So ein Loser. Warte. Komm, und schnapp sie dir. Gar nicht so einfach bei dem Tempo. Aha. Sehr gut. Du hast deine Ehe wiederhergestellt. Berge drückt. Oh, au, geht sehr schnell. Ja, voll. Ich habe Berge drückt jetzt diesmal. Das habe ich nie verstanden. Der Kran ist genau dort, wo jetzt die Schatzruhe ist. Wie bringst du die Schatzruhe dort an mit dem Kran? Wow! Ah, okay, 50. Das ist cool. Das ist cool, das ist cool. Das ist ganz geil. Das ist ganz geil. Ich bin voll ein Portemonnaie. Da. Kann ich drüber gumpen? Nein, ich kann es nicht. Das haben wir schon in der Gamecube-Version nicht können. Was absolut keinen Sinn macht. Ich muss noch ein bisschen aushalten. Es bleibt jetzt, es wird zu bleiben. Ist gleich, du kannst. Wir können dort eh noch das Lied lernen, wenn man die Zeit umstellt. Ah, das ist noch eine Flasche. Ich würde es auch so machen, wenn ich dich will. Das ist noch nicht. Nein, du stehst still. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch auf offene See. Nein. Glaubst du es nicht? Ja, aber schau halt, das Teil bleibt stehen, es ist nur noch Sonne. Eben genau. Darum sage ich ja, geh auf die Insel. Geh zum Terra Volta. Ah, zu dem geilen Elvis-Verschnitt. Ja, eigentlich John Travolta, der Verschnitt. Ja, John Travolta ist ja. John Travolta ist ja ein hoher Elvis-Verschnitt, so wie der aussieht. Schon ein bisschen. Ja, eben, sag ich ja. Bird. Also. Ja, das hat es mir sehr gebracht, muss ich schon sagen. Man merkt wieder, wer am Spielen ist, auf jeden Fall. Links, 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 links. Nein! Tante, Opa, Ficker. Ja, der Loris, Bibelblut, keiner weiß, niemand interessiert es, Mann. Das ist eh hässlich, Mann. Nur nicht von deiner Tochter. Zeig mir den Stock. Nein, gar nicht. Das ist voll in Anstand. Jo. Im Englischen hat er ganz einen anderen Namen offenbar. Hat überhaupt nicht mit dem Travolta zu tun. Aber generell, es hat in der deutschen Version immer wieder so Anspielungen, die in der Englischen gar nicht drin sind. Jetzt. Cha-cha-boom, cha-cha-boom, yeah! 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 Woo! Und jetzt nicken. Yeah! 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 Woo! Das ist ein bisschen Michael Jackson, ne? Die Tiere sind geil. Mit dem Gesang. Davor. So, umschalten, los. Spiel so. Ah, wie früher. So, jetzt ist Aktionshaus. Wo ist das? Lauf mal gerade raus. Noch gerade raus. Noch gerade raus, ja. Und jetzt nach links da.
Ich habe es gerade gesehen, das Terry-Schiff hat eine Flasche von sich hergeschoben. Hure lustig. Oh nein. Da? Ja. Nein. Hol, hol, hol. Weißt du, wie man eine Beute tut, gell? Am besten den wir speichern, sonst den wir Geld verbrauchen für nichts. Nein. Scheiße. Du musst nicht Pause drücken. Ja, das ist ganz neu für mich. Das. Super Sache. Also. Gute Nacht. So, mal schauen, was da Schönes hat, hä? Unbedingt! Ja, komm. Mir geht's eigentlich. Weißt du, all die Leute, die da der Aktion mitmachen, sind Inselbewohner. Die stehen den ganzen Tag nur in der Gegend und machen nichts. Woher haben die das Geld? Angelegt. Und was machen sie nachher mit dem Zeugs? Stellen sie es wieder ins Aktionshaus hinstellen und verkaufen sie wieder weiter? Ich nehme es an. So, was meinst du, haben wir es gerade auf Anhieb? Ich hoffe es, das wäre geil. Bitte? Dies ist welche? Nein! Hübsche. Wie viel kostet Segel? 3? Nein. Du musst einfach 300 haben, damit du kannst spüten. Abbrechen. Bis zum nächsten Mal. Dann kann man drinnen, hä? Ja. Wir wollen jetzt was verdammtes Segel. Du hast sonst keinen Hinweis in dem ganzen Spiel nicht, dass du das Segel da finden kannst, offenbar. Zum Glück haben wir dich als Hinweis. Ja, zum Glück bin ich so episch gut. Nein, sei. Ich kann es eigentlich mal gelesen. Du hast eine epische Meinung von dir selber, habe ich das Gefühl. Schon ein bisschen. Ja, wenigstens einer, gell? Einer muss ja. Einer muss ja. Gang weg mit dieser Schatzkarte! Ich weiss noch, bei meinem ersten Spieldurchlauf, wir müssen schauen, ob ich die Memory-Karten habe, habe ich alle Schatzkarten gesammelt, jede Karte gesammelt, ja, jeden ja. Schatz, den ich gefunden habe. Alles! La 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 la. Jetzt aber, hä, Gecko? Ja, jetzt. Jetzt. Das können wir sonst alles ein bisschen überspringen nachher. Ich glaube, nicht so spannend für unsere lieben Zuschauer. Wir springen am besten einfach zu der, die dann zu der richtigen Aktion nehmen. Voll. Mach hin! Yes! Yes! 7 Meilen Segel. 7 Meilen Segel? 7 Meilen Segel! I'm 7 miles away. Gut, und wie tun wir jetzt bitte? Du sollst warten. Nicht gutes Gesicht. Super gut. Ja, ich warte. Also, du hast mal den Balken bis in die Hälfte bringen, mit einfach zu A. Weißt du, er fühlt sich automatisch mit der Zeit. Okay, warte, das lange. Damit die anderen gestunt sind, musst du offenbar 110% bieten. 10% mehr bieten. Warte. Es ist drüber mit der Preisentöche. Nicht zu weit übertrieben. Steigt automatisch an, du hast den Umschlag. Ich finde das Ding sogar so. Hey, mir ist plötzlich eingefallen, dass ich abbieten wollte. Thank you.
warten. Er meldet sich nochmal. So, ich will das Teil. Muss ich ganz oben sein nachher? Oder muss ich jetzt voll drauf drücken? Hast du gelesen, ja, wie sie heisst? Nein, warte. Wie Minerva. Minerva. Die Garrickson. Hast du jetzt... Ah. Wie viel soll ich? Nicht zu viel, nicht zu viel. Mach einen. Und dann geh nochmal rauf. Ah. Schau, was der macht, hässliche. Das ist dein hässlicher Kopf. Schnell. Du wirst überboten. Hoffentlich läuft sie nicht ab, sonst sind wir am Arsch. Warte, 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 warte. Okay, jetzt. Jetzt gehe ich voll auf. Es nimmt gar keiner mit. So viel. Geschaut, 19, du musst 19. Ja, mach 25. Nein, drüber so, hä? Ja. Nein, wer ist der King? Wer kauft das Teil? Ja, wir sehen. Der Kleine. Schon wieder du. Okay, du den Dings doch noch verjagen, einfach für den Fall. Schnell, Nein! Woohoo! It's mine! Yes! Link. Well done! Yeah! Well done. Danke, ich find's auch cool. Dadadadam! Wow. Ja. Genial. Na so. Piss so, gehen wir heim. Können wir schon. Könnt ihr euch auf unserer Heimatinsel schon neue Techniker lernen? Nein. Du kannst nur eine neue Techniker lernen. Und das kannst du erst, wenn du 10 Rittermappen hast. Was machst du? Na, tut, tut, tut. Eine Pose, einfach all die Bilder haben. So. Ja, schau mal, ein neues Säckchen, Bubi. Hey! Danke. Okay. Säckchen. Okay, wachst du noch genau anhalten? So. Also, den wir da wieder unterbrechen, oder? Wir sind jetzt nämlich im Süden. Ja, wir sind aber erst. Okay, jetzt 20 Minuten. Gut, okay, mach mal die Fahrt dann noch, ja, das ist. Ja, die Fahrt noch bis da oben. Wir müssen da Südosten. Ja, Südamerika ist noch besser. Wir fahren richtig, ohne zu schauen. Wahnsinn. Yeah. Süden ist doch besser. Gut. Also. Segel sind gesetzt. Das Geräusch ist vor allem sehr befriedigend. So. Ja, und das ist doch schon befriedigt. Spinnst du? Wieso? Ja, man schaut mit den Routen entlang bei dem Fall. Hat sich der Wind auch geändert? Ja, voll, der Wichser. Du musst den Fall über die andere Insel gehen, ne? Über Draconia. Gut, gut. So macht es Spass. So ist geil. Ja, so lang, das ist so eklig. Es kommt einem gar nicht so wahnsinnig viel schneller vor. Ja, du merkst, es ist schon viel weniger wendig. Ah. Hey, du doch nicht so geschissen! Du musst echt gerade überhaupt reden, aber... Das hätte ich nicht, dass du die anderen Spuren auch nutzen kannst.
Schau, es geht immer in die Richtung, wo du gehst. Schau. Ah, das liegt wahrscheinlich an dem Segel. Ja, voll geil. Ist gestanden, glaube ich sogar. Das ist ja voll episch, Mann. Das ist das angenehm. Ja. Du hast einen dicken Bonus. Ja, das war mühsam. Statt irgendwie der Windgeländerung an, jetzt ist es natürlich viel besser. Ja, jetzt kannst du gerade südlich ziehen machen. Wieso steht dort noch etwas anderes willst du wählen? Wer will das noch? Bin ich für kurze Strecken? Nein, ich nicht. Wow! Das sieht auch geil aus jetzt. Also auch geil. Ja. Ja, sehr schlau platziert. Es ist auch viel weniger wendig. Ja. Hoppala. Eine super spannende Fahrt. Nehmen wir noch auf. Hast du es doch schnell Tag und Nacht weg? Ah nein, was wird wieder gut? Ich bin wieder Tag bald. Ja, du hast noch ein Musik, die das Ganze mal normal hat. Oder wir können etwas von uns selber erzählen. Und du mit deinem Ocarina of Time? Du hast doch erzählen, wie du zu dem Ocarina of Time gekommen bist. Ja, aber. Also, Achtung, Wirbelstimme. Ja, ich bin froh, dass du erzählst. Ocarina of Time. 2000 oder 2001, ich weiß nicht mehr genau. Bin ich mit meinem Vater auf einer Flohmärz gesehen. Und danach habe ich dort ein Ocarina of Time für den Nintendo 64 in Originalverpackung entdeckt. Wow. Ja. Also mit dem Büchli, mit der Schachtel, es hat ausziemlich neu. Da ist in den Büchli noch etwas drin gestanden. Ja, dort hat man auch Büchli gebraucht. Ja gut, dort eigentlich schon nicht mehr, aber es ist trotzdem dabei gewesen. Wow, es ist auch schnell gegangen. Anyway. Ich habe dann, es hat 20 Stutz gekostet, ich habe meinen Vater gebeten durch die Knie, dass er das vorschießt, damit ich das Game kann, weil ich gerade nicht 20 Stutz im Portemonnaie hatte. Halt. Ja. Und hat er dann am besten durch das Knie gesammelt. Ja, hat er mir dann schnell ja, das vorgeschossen. Und habe ich das dann zuerst mal ausprobieren. Du hast da nicht den 64 schon gehabt. Ich habe den 64 schon gehabt, den ich von einer Kollegin geschenkt bekommen, weil sie auf Amerika ausgewandert ist und nichts konnte mitnehmen. Die einzigen Games, die ich bis dahin gespielt habe, sind Mario Kart, Mario 64, Glover. Glover. Das ist lustig, aber irgendwie nicht so gut. Ist aber gleich gut wie der Blob. Und Donkey Kong 64 natürlich. Ah, da hast du da den hohen Ding schon dazu gehabt, den Ramblock. Ja. Leck, ist das recht. Ja, das ist zurückgefallen. Drama-Weiterung. Jetzt, zu weit, viel zu weit. Ich muss es sehen, weißt du. Zählt einer, ist es. Ja, ich habe Ocarina of Time nie gespielt vorher. Ich habe nur einmal einen Werbespot gesehen. Tweet. Ich habe nur einmal einen Werbespot von Majora's Mask gesehen im Fernsehen. Und ich habe das so episch gefunden. Und ich habe gewusst, dass das zum Gleichen gehört. Und ich dachte, das muss ich ausprobieren. Und dann ist es gespielt, also ich bin Joker, sofort verliebt gewesen, das Game. Nein, muss man fast. Das ist das epischste Game, das ich bis dahin gespielt habe. Es ist für mich immer noch das epischste Spiel eigentlich. Da werden sich Geister darüber streiten. Es ist immer noch fantastisch, ja. Aber natürlich. Es gibt diese Sachen, die andere Games jetzt mittlerweile besser machen, wo du Ocarina of Time einfach an der Spitze siehst. Ja, aber weißt du, so von der Zeitrechnung her ist echt das Überspiel gewesen. Und es wird für mich auch immer so in Erinnerung bleiben. Sicher? Ja, wir sind fast dort. Genau. So, und dann habe ich später von einem Kollegen mal erfahren, er hat Majora's Mask gehabt und hat mir ein bisschen etwas davon erzählt und hat es mir dann verkauft für 20 Franken. Zusammen mit dem Lösungsbuch. Mit dem Lösungsbuch zusammen? Mit dem Lösungsbuch. Nee, ich weiss noch, ich habe es von dir dann ausgelehnt gehabt. Ja. Ich habe es mal in einer Herbstferie durchgespielt. Und mein Lösungsbuch ist nachher auseinandergefallen wegen dir. Ja, scheiße. So, apropos auseinandergefallen, ich würde sagen, wir enden hier. Ja. Und machen da nachher weiter. An der gleichen Stelle. Perfekt. Merci fürs Zuschauen, Zuhören. Sehen wir uns später wieder. Fürs Durchhaltevermögen mit genau. Uns.
Ade. Also,